Was kannst du machen, wenn du eine Stelle hast oder einen Fingerlauf, wenn du irgendwas spielst und irgendwie so ein Finger, der zeckt irgendwie rum, das funktioniert nicht, irgendwie vertust du dich da ständig. Was kannst du da machen? Wenn du den Fingersatz dir dazu geschrieben hast, also die Zahlen, was wir in der Pianowolke grundsätzlich machen, und du lernst auch später selber dir so einen Fingersatz zu erarbeiten, dann malst du einfach diese Zahl an mit Farbe. Das bringt so viel, das ist so krass. Und ich hatte letztens im Gruppen-Zoom-Call eine Schülerin, die fragte mich so: Ah, ich weiß nicht, hier bei Freude, schöner Götterfunken an der Stelle. Also irgendwie will die nicht reingehen. Und ja, dann sagte doch prompt eine andere Klavierschülerin: Ja, musst du einfach anmalen. Und ich so: Ja, stimmt. Ich hätte jetzt erst den Tipp gegeben: Komm, mach's 10-mal nochmal durch. Wie oft ich habe erst mal gefragt: Wie oft hast du schon durchgespielt? Ja, 10-mal. Dann hätte ich jetzt gesagt, okay, komm, spiel's nochmal 10-mal durch. Aber die andere Schülerin meinte sofort: Nee, mal's an, das bringt was, das hat bei mir auch geholfen. Und lustigerweise hat dieselbe Schülerin, die den Tipp gegeben hat, dann später, also hat mir dann geschrieben und meinte so: Ja, bei Mad World, bei der Stelle, hat das einfach nicht geklappt. Und ja, ich habe mich jetzt an meinen eigenen Tipp gehalten und habe das angemalt. Habe die Fünfen da, die drei hintereinander kommenden Fünfen, da bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Ja, ich einfach mal rot angemalt und jetzt läuft es. Es ist verblüffend. Also nicht auslachen, dieses Anmalen. Es hilft wirklich. Und das ist doch mega, oder? Man muss sich nur trauen, das auch zu machen. Also Mut zur Farbe.